Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Haul von mir. Ich war ja letztens in Hannover und danach auf dem Rückweg war ich noch in Münster und da war ich ein bisschen in der Stadt, habe geshoppt und es ist ein bisschen ausgeartet, aber ihr kennt mich nicht anders. Ja, ich dachte, mal wieder, gönn dir, ja. Was dabei rumgekommen ist, das seht ihr gleich. Ich habe außerdem noch zwei Sachen bei Sephora bestellt. Die nehme ich da auch noch mit rein. Und dann habe ich noch drei Sachen bei Kiko gekauft. Und das werde ich jetzt alles zeigen, weil das lohnt sich halt nicht, in einem extra Video zu zeigen. Und ich denke, das könnte euch auch interessieren. Deswegen nehme ich es jetzt hier mit rein. Das nur schon mal vorab. Und ja, was soll ich sagen? Mein ganzes Weihnachtsgeld ist jetzt auf den Kopf gehauen. Aber ich habe viele neue schöne Sachen, die ich euch gerne zeigen möchte. Und wie immer, wenn euch etwas genauer interessiert, schreibt es mir in die Kommentare und dann kann ich gucken, ob ich da ein extra Video zu mache. Und es geht los. Und zwar habe ich als erstes entdeckt bei Douglas dieses super niedliche Set hier. Und zwar ist es, ja, es ist Duschgel. Aber seht mal, wie süß das ist. Das war im Sale. Und das hat, glaube ich, noch 8 Euro gekostet. 7 oder 8 Euro. Ich werde euch die Preise einblenden, sofern die Preise noch verfügbar sind. Und ich fand das irgendwie so richtig süß. Das erinnert mich an die kleinen Trackle-Moon-Duschen. Aber ich glaube, dass die hier ein bisschen größer sind. Ich packe die einfach mal aus und dann schauen wir mal. Ich habe hier als erstes die Variante Coconut Ice. Und ja, gefällt mir halt optisch sehr gut. Von dieser Marke I Love habe ich auch aktuell noch ein Badezusatz da. Und zwar in dieser Variante hier mit Erdbeere, finde ich sehr gut. Und war jetzt nur für den Winter irgendwie nicht so meins. Und deswegen wird es jetzt erst wieder benutzt, wenn es ein bisschen wärmer ist. Es wird ja jetzt auch immer wärmer. Und ich rieche mal an dem Kokosnussduft. Oh ja, es riecht gut. Ja, nach Kokos eben, nicht irgendwie außergewöhnlich. Das nächste, was wir hier haben, ist Lemon Meringue, oder wie das heißt. Keine Ahnung, auf jeden Fall was mit Zitrone. Oh, das riecht auch sehr gut, also freue ich mich auch. Das nächste, oh, Mango Cheesecake, gefällt mir irgendwie auch jetzt gleich schon. Oh, das riecht gut. Oh, das riecht wirklich gut. Das könnt ihr auch einzeln kaufen bei Douglas. Auch in so großen Flaschen, so wie die von Trackle Moon. Und ich glaube, die sind auch nicht allzu teuer. Und hier ist eben diese Erdbeervariante. Die kenne ich ja schon, habe ich in groß da. Benutze ich immer zum Baden, macht einen unheimlich schönen Schaum auch. Und dann habe ich hier noch Raspberry. Finde ich auch optisch sehr ansprechend. Und das riecht auch so gut. Oh ja, toll. Und als letztes habe ich hier noch Chocolate Fudge Cake. Ja, ich denke, das wird so ausgesprochen. Ah, jetzt. Ja, riecht auf jeden Fall schokoladig, aber ich kann jetzt durch diese kleine Öffnung hier nicht so viel erkennen. Ich schraub's mal auf. Oh, das riecht gut. Oh ja, das. Oh, das. Ich glaube, das werde ich mir gleich in die Dusche stellen. Oh, gefällt mir jetzt, glaube ich, sogar am besten. Das wäre jetzt mal dieses hier gewesen. Dann habe ich entdeckt ein Set von der Marke Hey. Und das war reduziert auf 7,49 Euro. Und das ist so ein Reiseset. Und das kommt eben in so einem ganz tollen Säckchen, in so einer kleinen Tasche. Die gefällt mir total gut. Und da sind eben so Kleinigkeiten mit drin. Einmal hier eine Gesichts- und Dekolleté-Maske. Dann kann man hier noch ausprobieren eine Gesichtscreme. Und da sind drin 15 Milliliter und zwar in der Variante Kaktus. Dann ein Body Splash,
super niedlich. Ich denke, wenn die Flasche leer ist, kann man die auch gut auffüllen und dann irgendwie für unterwegs was reinmachen. Oh, das riecht so gut. Und an diesem Tester hier habe ich auch schon im Laden gerochen und deswegen habe ich mir auch das Set eigentlich gekauft, weil ich finde, dass das so gut riecht. Irgendwie zitrisch, irgendwie total interessant auch und mir gefällt die Flasche auch, finde ich toll. Und ja, für 7,50 Euro fand ich es in Ordnung, kann man das mal testen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe das vorhin auch bei DM gesehen. Ja, ich war schon wieder beim DM. Ja, habe aber nur geschaut, ob es die neue Essence LE gibt und die gab es noch nicht. Ja, und das riecht auch so lecker. Ein Face Tonic und oh, das gefällt mir irgendwie total. Ich werde es nicht zum Reisen benutzen. Wie ihr wisst, ich habe so viele Sachen, die ich zum Reisen benutzen könnte, aber ich verreise halt sehr selten. Deswegen werde ich das so benutzen und da freue ich mich schon unheimlich drauf. Dann habe ich noch gesehen, gab es von Smashbox diesen Primer hier und das ist zum Sprühen Photo Finish Primer Water. Und das hat jetzt im Sale nur noch 4 Euro gekostet. Cosmo träumt gerade, voll süß. Und das ist eben so ein Spray und das fand ich irgendwie total interessant, weil es eben auch von Smashbox ist. Smashbox ist ja eine sehr teure Marke und das Spray hier mit 30 Millilitern hätte eigentlich 10 Euro gekostet und das ist schon viel Geld. Und hier könnt ihr es nochmal sehen, ich habe mir den gleich zweimal mitgenommen, weil für 4 Euro, ich finde, da kann man absolut nichts sagen und wenn der toll ist und ja... Deswegen habe ich gedacht, ich nehme ihn mir eben zweimal mit und ja, bin ich sehr gespannt drauf. Wenn ihr den habt, schreibt es mir mal bitte in die Kommentare, ob der gut ist. Dann habe ich bei Hattie im Video gesehen, sie hatte dieses Spray hier von Glam Glow und ja, das hat mich eben interessiert, wie ihr vielleicht wisst. Ich liebe ja Fixing Sprays und das kostet normalerweise 30 Euro und ich hatte mit der Douglas Beauty Card, ein Gutschein, damit ich da 5 Euro Rabatt bekomme auf das Spray. Ausgepackt sieht so aus. Ich habe hier genommen, ich glaube, das war die größere Variante. Wie viele Milliliter sind denn da drin? 110 Milliliter sind da drin und mit dem 5 Euro Rabattgutschein waren es dann eben noch 25 Euro und dann habe ich auch noch mit diesen Beauty Points, ich glaube 15% Rabatt bekommen, die ich dann da eingelöst habe und dann fand ich es in Ordnung. Klar, es ist immer noch sehr teuer, aber mich hat es eben einfach interessiert. Es ist so schön pink und ja, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Hattie hat das gehabt im Video und ich schaue sie unheimlich gerne, deswegen ja, habe ich gedacht, versuche ich das einfach mal. Und dann habe ich noch ein anderes Fixing Spray mitgenommen. Und zwar dieses hier von MAC. Und zwar ist das das neue in der Duftvariante Kokos. Und ich liebe ja Kokosduft. Und deswegen wollte ich das auch unbedingt ausprobieren. Und ich finde das normale ja auch schon richtig gut. Ich kann es euch mal zeigen. Das hier ist ein bisschen gelblicher. Das hier im Vergleich. Und ich finde, das hält auch unheimlich lange. Ich benutze das nicht jeden Tag, aber ab und zu mal gerne. Und das ist eben auch als Primer geeignet und auch für danach. Und das finde ich eben so toll. Und ich sprühe jetzt sofort mal, wie das duftet. Ich habe nämlich im DM-Haul auch ein Setting Spray gekauft von Love. Auch in der Kokosnuss-Variante. Und da haben einige schon gefragt, ob das nach Kokosnuss duftet. Ich habe es aber noch nicht getestet aktuell. Und deswegen sprühe ich hier schon, damit ich das gleich beurteilen kann. Ich würde sagen, es riecht schon ganz leicht nach Kokos, aber nicht überragend. Also es ist nicht so, dass euch eine Kokosnusswolke entgegenkommt. Es hat einen sehr leichten, feinen Geruch. Es riecht sehr angenehm, aber auch dezent. Ich denke, das ist auf jeden Fall gut, weil man sprüht sich ja doch direkt ins Gesicht. Und wenn das dann zu stark parfümiert ist, ich glaube, das wäre auch nicht so gut. Deswegen finde ich das ganz gut so vom Duft her, aber ich kann es natürlich erst richtig beurteilen, wenn ich es auch getestet habe. Dann habe ich noch
eines meiner liebsten Parfums gekauft. Und zwar kommt jedes Jahr von Escada eine neue Limited Edition im Sommer raus. Und ich liebe die Düfte alle. Und ich habe sie, glaube ich, seit, oh Gott, 12, 13 Jahren mir jedes Jahr gekauft. Und ja, deswegen, dieses Jahr musste das auch wieder mit. Und es ist dieses Mal aber mit Melonenduft. Ich habe das aber schon getestet und normalerweise mag ich ja absolut keinen Melonenduft. Aber hier geht es eben um eine Wassermelone und das riecht man auch raus. Und das gefällt mir so gut, obwohl ich ja Melonenduft nicht mag. Wassermelone geht. Und auch hier das Parfum ganz, ganz toll vom Duft her, so richtig sommerlich, frisch, fruchtig. Ja, also so wie diese Dame hier auf dem Bild aussieht. Und so würde ich auch sagen, dass ihr euch da fühlt, wenn ihr euch mit dem Parfüm einsprüht. Also ich finde es richtig toll und ich liebe den Duft. Ja, unglaublich toll. Dann durfte als letztes Douglas-Produkt noch ein Highlighter mit und zwar von Becca. Und oh mein Gott, seht ihr überhaupt irgendwas? Es ist der Light Chaser Highlighter for Face and Eye Opal Flash Jade. Und der sieht so, so schön aus. Nicht nur die Umverpackung. Der sieht standardmäßig wieder so aus, so ein kleines UFO. Und innen drin sieht er dann so aus, wirkt jetzt erstmal unscheinbar, aber ich habe den dort geswatcht und ich habe mich sofort verliebt. Und ich muss sagen, die Verkäuferin in dem Douglas in Münster, in diesem großen Douglas, die war jetzt nicht so optimal, muss ich leider sagen. Ja, ich habe gefragt, was der kostet. Sie hat geschaut und meinte dann, der kostet, was hat sie gesagt? Ich glaube, 22 oder 23 Euro. Und ich dachte noch so, hä? Für einen Bäcker-Highlighter? Und ich frage sie noch, wirklich? Kosten die nicht mehr? Ein Bäcker-Highlighter? 22 Euro oder 24, irgendwas um den Dreh? Und sie meinte noch, ja, ja, das steht da. Und ich so, ja, okay. Ja, dann nehme ich den mit. Ich dachte, die wären teurer. Gut, wir stehen an der Kasse und sie zieht den drüber, guckt in der Luft rum und ich denke, hä? Moment, was? Ich denke so, der kostet aber 34 Euro, nicht 24 Euro oder was sie da meinte. Und dann meinte sie nur so, oh, ach so, ja, wollen Sie den dann noch? Und ich hatte mich ja schon in den verliebt und dann habe ich gesagt, ja, ist okay, ich nehme ihn trotzdem, aber ich fand das dann halt so an der Kasse so ein bisschen, ja, es war halt schon viel teurer, als sie sagte und das fand ich eben nicht so gut. Außerdem hatte ich mir eigentlich auch noch in meinen Einkaufskorb einen Beauty Blender gelegt, weil meiner ist jetzt echt schon mega abgenudelt. Wenn ihr das sehen wollt, dass ich den aufschneide, schreibt es mir auch mal in die Kommentare. Und ich brauche da einfach einen neuen und sie hat den irgendwie total vergessen auch drüber zu ziehen und ja, letztendlich bin ich dann raus, habe meine Punkte eingelöst von der Beauty Card für diese 15% und habe im Endeffekt dann doch nicht alles gehabt, was ich gerne gehabt hätte. Und das fand ich eben auch nicht gut. Außerdem habe ich auch keinerlei Proben von ihr bekommen, obwohl ich so wahnsinnig viel Geld da gelassen habe. Also es war schon sehr viel. Ich glaube, ohne die Rabatte, die ich bekommen habe, waren es über 150 Euro. Und bei Douglas bekommt man ja sogar, wenn man online bestellt, eben zwei Pröbchen, die man sich aussuchen kann und dann so im Laden einfach absolut gar nichts. Noch nicht mal eine kleine mickrige Parfümprobe. Da war ich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich leider sagen. Aber ich war dann noch mal in einem kleineren Douglas und das hat mir da viel besser gefallen. Also dieser kleine Douglas in Münster, wenn ihr das kennt, in der Innenstadt. Und die Verkäuferin war auch super nett. Und da habe ich eben dieses Set von Hey gekauft und diese Primer, diese Smashbox Primer. Und da habe ich ihr auch erzählt, dass ich gerade in dem anderen Douglas noch war und war da so ein bisschen traurig drüber, dass ich eben überhaupt gar keine Probe bekommen habe, dass ich nichts zum Testen habe. Und dann hat sie mir ein riesiges Paket zusammengestellt mit vielen Proben
Proben und so mega tolle Proben. Also ich kann euch den kleinen Douglas da echt empfehlen. Schaut da unbedingt mal vorbei. Und ja, deswegen halt noch dieser Highlighter, um das jetzt mal hier ein bisschen abzukürzen. Das war eben mein Haul. Und dann habe ich noch bei Sephora bestellt und da habe ich, wie es so ziemlich jeder, habe ich mitbekommen, auch diese beiden Paletten hier bestellt von Too Faced. Und die gab es ja für 30 Euro. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt immer noch für 30 Euro gibt. Es ist eben zum einen diese hier, die Too Faced White Peach Palette. Und ich finde die irgendwie total schön. Obwohl sie so schlechte Reviews bekommen hat, teilweise schon auf YouTube. Ich habe sie auch schon einmal ausprobiert, habe sie einmal schon getragen und ich fand sie in Ordnung. Klar, es ist jetzt nicht diese Bam-Palette, aber ich finde, die duftet auch unheimlich gut. Ich war zufrieden mit der Palette, ich fand sie toll. Man kann damit ein schlichtes Alltags-Make-up auf jeden Fall machen. Vor allem dieser Ton hier ist sehr, sehr schön und ich swatch ihn euch auch mal. Dann würde ich sagen, swatche ich auch mal diesen hier. Der sieht sehr interessant aus. Und dann diesen hier. Das ist so ein, ja, Highlighter-Ton. Und ich nehme auch mal noch einen matten mit dazu. Das sind diese Töne hier erstmal, die ich zuerst gezeigt habe. Und also ich finde die toll. Also ich kann da absolut nicht meckern. Gefällt mir unheimlich gut. Und dann habe ich ja mal noch hier diese zwei und zwar einmal den Highlighter-Ton und dann einmal so ein matter Ton und ich finde die einfach schön. Also ich kann da absolut nicht meckern. Mir gefallen die unheimlich gut, die Töne und ich fand sie toll und ich werde sie auch weiterhin ausprobieren und dann, wenn ihr das wollt, kann ich euch damit vielleicht auch mal einen Look schminken. Aber ich habe ja auch noch diese hier, die Too Faced Just Peachy Mattes Palette. Und die ist so schön von den Farben her. Das sind absolut meine Töne. Ganz, ganz toll. Es sind alles matte Töne, wie die Palette ja auch schon sagt. Nur dieser hier, dieser bärige Ton, der hat so ein kleines bisschen Schimmer mit drin. Finde ich richtig toll und ach, da ist alles dabei, was man sich wünscht. Was zum Verblenden, was für aufs ganze Lid, was für in die Lidfalte. Toll. Da kann ich euch natürlich auch mal noch ein paar Töne swatchen. Das sind jetzt diese hier. Ich habe mal diese vier geswatcht. Also ich kann absolut nicht meckern. Ich finde die toll. Und ich habe die auch heute benutzt, habe mich damit geschminkt, aber ich trage das jetzt auch schon seit heute Morgen um 7 Uhr. Und ich glaube, jetzt haben wir fast 10 Uhr abends. Also ich habe das echt schon super lange drauf. Ich habe auch keine Base verwendet, muss ich jetzt zugeben. Habe ich heute Morgen vergessen. Also ich finde es toll, dass, ja. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr mehr dazu wissen wollt. Und dann habe ich ja gesagt, war ich noch bei Kipo. Und da habe ich unter anderem entdeckt, diese schöne Augenmaske. Das Design gefällt mir unheimlich gut. Ganz, ganz toll mit diesem maritimen Dunkelblau. Das ist wohl aus der Herbstkollektion. Finde ich toll. Ich glaube, die hat auch um die 3 Euro gekostet. Hat mir gefallen. Und dann habe ich jetzt noch im Sale dann zugeschlagen, auch aus dieser Limited Edition hier, Fall 2.0, ein Duo Blush und der sieht auch so schön aus. Ich habe den auch dort geswatcht und wie ihr wisst, ich liebe ja Blush. Ja, ganz toll. Es ist ein matter Blush. Ach, toll. Ja, die Verpackung auch. Ach, sehr, sehr schön. Ach, das gefällt mir einfach ganz toll und ich glaube, es gab den zum halben Preis. Und dann habe ich noch eine andere Limited Edition entdeckt. Da hat mir dann dieses Schätzchen hier zugesagt. Das ist ein Kajalstift. Die Limited Edition heißt Candy Split und ich habe hier die Farbe 01 genommen. Ein Kajalstift eben und der sieht ausgepackt so aus. Oh, voll schön. Oh, das sieht so toll aus. Das hat mir super gut gefallen. Der ist zum Rausdrehen. Ich mag die zum Rausdrehen ja nicht ganz so gerne, aber der sieht einfach auch so wunderschön aus.
Und den swatche ich euch auch natürlich mal. Das ist einfach so ein heller, schimmernder rosa Ton und den stelle ich mir auch echt toll vor. Vielleicht auch am unteren Wimpernkranz. Ich kann mir den echt sehr gut vorstellen, hat mich mega interessiert und ich glaube, der hat nur 3 Euro oder so gekostet. Fand ich in Ordnung jetzt für Kiko und deswegen durfte der auch mit. Wundert euch nicht, ich habe gerade einen Hustenanfall gehabt, als wenn ich jetzt so ein bisschen gerötet aussehe. Ich merke, dass ich bekomme total Halsweh und meine Stimme ist auch teilweise schon weg. Wundert euch da einfach nicht. Ich habe jetzt heute auch schon ein paar Videos extra vorgedreht, falls ich krank werden sollte, damit ich trotzdem ein paar Videos für euch habe. Und ich gucke nochmal. Aber ja, das war jetzt erstmal der Haul. Es reicht auch. Es war wieder genug. Und ich finde, ich habe mein Weihnachtsgeld gut investiert. Finde ich jedenfalls. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr auch irgendetwas von den Produkten habt. Wenn ihr zu irgendetwas mehr wissen wollt. Wenn ich irgendetwas reviewen soll. Wenn ich einen Look damit machen soll. Schreibt mir immer gerne. Ich beantworte gerne eure Kommentare. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss!